Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Warships. Und zwar bin ich nicht alleine, denn ich habe heute wieder den lieben Andy aka Aikaramba mit dabei. Heute auch auf seinem normalen Account. Hallo Andy. Na, servus mein Freund, bin's da Andy. Oh, servus. Und ich spiele meine neue Fuso. Hm? Jetzt habe ich sie weggedrückt, tut mir leid. Was hast du weggedrückt? Deine Fuso habe ich dir weggedrückt sozusagen. Nö, den Hafen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist kein Problem. Ich spiele meine neue Fuso. Ganz frisch auf den Tisch. So ist der Brauch. Und ja. Ne? Ja, ne. Ich muss mal ganz kurz an meine lieben Zuschauer. Werdet ihr gar nicht merken, gibt nur ganz kurz einen Cut während der Ladezeit. Bis gleich. Ja, das mit dem Cut. Zuschauer. Das ist jetzt für euch komplett exklusiv. Uah. Exklusiv. Was, ne? Exklusiv. Exklusiv die Reportage. Aber so wär's von. So, wo ist denn diese scheißen Dragon Misten? Ja, genau. Ah, hier. Ja, Entschuldigung, ich musste mich kurz was umstellen. Screenshots. So. So. Du hast jetzt heute live auch wieder mit dabei. Also ich fahre nach links, also in Fahrtrichtung jetzt, weil da rechts auf dem offenen Meer ist es einfach mit der Cleveland zu uncool. Ja, ich komm mit. Mit meiner mächtigen Fuso. Das ist gar kein Fusel. Das ist aber kein Geschwindigkeitsmonster, da darfst du nicht zu viel erhoffen. Ja, das ist mir schon, das kann ich mir schon denken. Das ist für einfach, warum die so einen komisch großen Turm da drauf gebaut haben, ist mir sowieso ein Rätsel. Hey, lass mal ein Schlachtschiff bauen und gucken, wie hoch wir die Brücke bauen können. Ja, ist eine geile Idee, lass es machen. Top, die Watte quillt. Wer höher kommt, der muss dem anderen Eis spendieren. Oh, aber ein Eis war damals was Besonderes. Gab ja keine Kühlschränke, oder? Ach, es gab damals gar nichts. Da musstest du noch zum Eisberg vor der Haustür gehen und dass du ein Eis bekommst. Ist übrigens alles nur, bevor jetzt wieder Kommentare kommen, nur Spaß. Selbstverständlich wissen wir, dass es in den 40er Jahren Kühlschränke gab. Was? Was? Das kann doch gar nicht sein. Ich dachte, die haben noch, Ketzer. Haben noch auf der Heizung gekocht. Und ohne Salz. Und ohne Wasser. Ja, wie kocht man denn ohne Wasser? Ja. Mit Eigenurin. Ja, naja gut. Genug geblödelt. Ich werde mal meinen Aufklärer starten. Die gute Fuso. Ein schönes Schiff. Japanischer Baukunst. Gefertigt wie ein Schwert. Wird auch Schwert des Damokles genannt. Ist natürlich auch alles Bullshit, was ich gerade erzähle. Aber das hätten jetzt bestimmt einige abgekauft. Genau. Wahrscheinlich. Weil ich es glaubwürdig rübergebracht habe. Und das ist ja die Hauptsache. Richtig. So richtig hier. Bullshit zu labern, als dass man immer noch sagen kann, schau, habe ich doch gesagt. Mhm. Ich habe fette 13 Kilometer Reichweite gerade, weil ich noch nichts geupgradet habe. Die ist noch komplett Stock. Ein Stockmonster. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt eine halbwegs gute Runde hinlege, dass ich mir zumindest schon mal den neuen Rumpf kaufen kann. Oder erforschen kann. Oh nein, die ist da gegen den Berg gefahren und ich schieß falsch. Ah! So ärgerlich. Schade, wäre gut gewesen. Die ist sogar relativ präzise, habe ich den Eindruck. Ja, absolut. Mal gucken, ob ich die Kongo ordentlich treffe. Die ist 16 Kilometer weit entfernt. Ich kann doch weiter schießen, ich kann 20 Kilometer weiter schießen. Oh, ich Idiot, hab mich in den Torpedo reingedreht, den ich vorher schon lange gesehen habe. Oh, und dann habe ich aber noch so greedy auf die Kongo zu schießen. Oh, 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 war der doof von mir, war der doof. Wird halt echt bestraft. Fährt die gegen den Berg? Die Kongo fährt gegen den Berg, kann das sein? Ja. Die fährt voll gegen den Berg, ne? Es sieht ganz danach aus, ja. Oh, oh, oh. Ich glaube, die...
Die hat sich festgefahren. Oh, die steht. Die steht, ja. Ja, da kommen jetzt meine ersten Kugeln. Ratatatatata. Dann stehe ich hier jetzt auch. Und wer dem, ich glaube, der kommt da nicht mehr raus. Nicht mehr doch, so. Doch, in, der zieht schon zurück gerade. Ja? Ja. Dann werde ich ein bisschen hochsetzen. Ah, ich Idiot, Alter. Ich habe nicht gewartet, bis ich nachgeladen habe. Jetzt habe ich nur zwei Dings abgeschossen. Aber er brennt immerhin. Ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen in Sicherheit gefahren und mal die Bremse reingehauen und fahre jetzt mal zurück. Ja, die Kongo ist, glaube ich, hin. Oh, wer schießt denn da auf mich? Die Aoba. Ja, da kommen jetzt lauter Zerstörer da hinten rum, gell? Ah, ich merke das schon. Mal gucken, ob ich die Miyogi treffe. Sieht ja gar nicht so scheiße aus, aber der dreht gerade rein. Ah, immerhin ein Treffer, aber nur für 200. Hardpinging. Der eine Hardpinging. Mhm. Richtiger Hardpinger. Alter. Oh, die kommt aber ganz gut, die Miyogi. Wer, die gegen den Berg? Ich auch, sieht auch schon wieder so aus, als würde die gegen den Berg fahren, ey. Dreh. Oh, wie schlecht war das denn? Die fährt echt gegen den Berg. Die fährt gegen den Berg. Lol, was haben wir denn hier für Leute? Oder dreht sie jetzt noch ein? Also ich bin jetzt sehr gespannt, weil die Mutsuki direkt auf die Miyogi draufhält. Könnte jetzt ganz gut krachen. Die ist echt gegen den Berg gefahren. Ja, da wird es dann definitiv dann gleich krachen. Bei mir kracht es jetzt auch, weil ich habe jetzt eine volle Salve ABB-Munition reingedrückt. Ah, nur 5000 Schaden leider. Oh, das tut jetzt weh. Die ist hin. Oh, wenn man sich natürlich so einfährt, hat man es nicht anders verdient. Die Mogami, 14 Kilometer, die ist aber ein bisschen schneller, also schießt. Na? Ja, nee, ist klar, Alter. Wie kann der denn daneben gehen? Oh, oh, Mogami. Lass mich doch in Ruhe. So gut geschossen. Immerhin ein Hit. Oh, was haben wir denn da? Ich werde mal meinen Rumpf so ein bisschen drehen hier. Da ist gefühlt noch so viel los hier. Oh je. Oh je, da kommen Torpedos. Dreh. Also die Cleveland, die Geschütze, die sind schon krass schön. Ein Torpedo trifft mich. Oh, oh. Oh. Alter. Nice. Wie viel so waren das denn? Was für eine Matrix-Aktion das schon wieder war, Junge. Ey, ich bin der Master of Dodging Torpedos. Der bewegt sich zu schnell. Nee, das war schon mal geil, ey. Okay, Fuso.
Kuso fährt direkt auf mich zu. Das ist natürlich eher weniger geil. So bekommst du noch Schaden. Sei doch froh. Ja, aber die ist noch voll und ich bin Stock. Und ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar mehr ist. Oder besser ausgestattet. Ich komme mal in eine Richtung. Ich bin hinter dir. Habe ja noch ganze 10.000 HP. Dieser Ball ging von dem daneben. Ich werde ihm jetzt gleich wahrscheinlich eine volle Salve reindrücken können. Das ist gut. Wie gesagt, ich bin in deinem Hinterraum. Fünfhundert, ja? Ja, ja. Ah, zu weit vor. Autsch, das tat weh. Tausend. Schön. Jetzt kommen auch noch Torpedos. Ich glaube, er dreht gerade ab. Ja. Was prinzipiell gut für mich ist. Schön! Weil ich ihm dann nämlich 15.000 in den Sack reinballern kann. Schön. Hingerichtet. So, da ist nicht mehr viel an Gegner da? Nee. Da ist noch eine Clevelande. Und ein Flugzeugträger. Eine Ranger. Eine Ranger ist nicht ganz so schnell wie die Independence, meine ich. Warum muss die Clevelande jetzt weg von uns fahren? Keine Ahnung. Der Zerstörer, der ist an der... an dem Ranger dran. Ja, leider. Ranger ist nur 17 Kilometer bei mir entfernt, hey. 19. Ganz schön eklig weit, ja. Nee, kann ich versuchen. Sieh sich lieber auf die Ranger. Elf Sekunden. Oh, der hat Full Stop gemacht. Jetzt voll abgebremst, damit er meinen Schüssen entgeht. Verstehe ich aber nicht. Da ist ein Destroyer hinter ihm. Und der macht Full Stop. Achso, die Cleveland hat den Zerstörer zerstört. Ha! Lol. Wie nice. Da bleibt da noch ein bisschen Bombs für mich. Yummy yum. Da kommt, glaube ich, was ganz gut. Bäm! Ah, nur einer getroffen. Kannst du ihn ruhig mehr lassen? Nein! Captain, die durch! Die Homos! Nein! Captain Noobs! Nein! Naja, gut. Ja, 108 Hits. Zitadelle, bisschen Feuer. 50.000 Schaden, ist okay. 41. Kann ich auch mitleben. Es hätten 70.000 Schaden werden können. Und wahrscheinlich 3.500 Erfahrungspunkte. Nein. Ah, es schmerzt so. Aber ich kann mir immerhin dann den Rumpf erforschen. Ich hatte noch ein bisschen freie Erfahrung. Ja, nice. Spart. Ryu, dann, wie immer, war mir ein Fest. Vielen lieben Dank. Ebenso. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.